So öffnest du den neuen Dunkeläteris, um später an die neuen Baupläne zu gelangen. Aktiviere die neue Akt 4-Mission, die Gegenmaßnahmen heißt. Das richtige Portal dazu findest du ab da dann in der roten Zone. Schaue dir das Video komplett und aufmerksam an und folge mir, um nichts zu verpassen. Und bitte, Diggi, ich antworte auf nichts, was eh im Video erklärt wird. Du solltest wie immer bestens ausgerüstet sein und ebenfalls ist deine Versenger vom Vorteil. Springe nun mit der Versenger hoch auf das Schiff, welches direkt links neben deinem Spawnpunkt befindet. Hier siehst du nun etwa in der Mitte eine Säule, die du aktivieren musst. Hast du das getan, taucht Instakill auf, welches du nun aufnimmst und die Zombies in dem Kreis um die Säule herum mit Nahkampfangriffen tötest. Währenddessen werden von der Säule Seelen gesammelt. Ist das geschehen, bekommst du epische Kampfhandschuhe, welche du mitnehmen musst. Nun begibst du dich zu E4 links hinter dem Stadion. Hier aktivierst du die nächste Säule. Mit Kopfschüssen werden auch hier die Seelen gesammelt. Sobald dies getan ist, bekommst du das epische perforierte Ziel. Nehme dieses auf und begebe dich nun zu I8, unten rechts in der Ecke der Karte. Das ist meiner Meinung nach die schwierigste Säule. Hier musst du nämlich auf den Kreis aufpassen. Jetzt ist der Kreis aus Feuer. Also musst du von der Säule die Napalmsalve Munitionsmodifikation aufnehmen. Damit musst du nun die Zombies töten und es werden Seelen aufgesammelt. Achte währenddessen weiterhin auf den Kreis. Nun ist das ein Kreis aus Eis. Also musst du die Kryofrost-Modi von der Säule nehmen und damit die Zombies töten, damit die Seelen weiterhin aufgesammelt werden. Hast du dies getan, wird sich der Kreis in einen Kreis aus Blitzen verwandeln. Also nimmst du die tote Leitung-Modifikation von der Säule auf und nutzt diese, damit die Seelen gesammelt werden. Einige Wiederbelebungen schaden dir nicht oder sei schlauer als ich und nehme einen Hundeknochen mit. Nun wird der Kreis zu einem Kreis aus Gas. Also nimmst du die Hirnfäule-Modifikation und tötest damit die Zombies. Dies war der letzte Schritt bei dieser Säule. Sobald genug Seelen gesammelt wurden, bekommst du den epischen, makellosen Spiegel, den du ebenfalls mitnehmen musst. Nun fliegst du zum markierten Ort, um die Hauptmission des vierten Akts zu machen. Hier triffst du dich mit ein paar Soldaten, die dich begleiten werden, während du den ACV eskortieren musst. Die Soldaten sind aber für'n Arsch, also verlasse dich nicht auf ihre Hilfe. Keine Sorge, diesmal musst du den ACV nicht beschützen, der wird nicht zerstört. Dort ist nun dieser Drohnenturm zu sehen. Er ist die Quelle der Signalstörung. Aktiviere diesen und es taucht ein Mimiker auf, der aber sehr leicht zu besiegen ist. Begebe dich nun wieder zum ACV und fahre bis zum Einkaufszentrum damit. Sobald es vor dem Einkaufszentrum stehen bleibt, gehst du hinein und zerstörst die 15 Zysten, die sich darin befinden. Dafür empfehle ich dir eine langlebige Gasmaske. Hast du keine dabei, ist es nicht schlimm, da hier überall normale liegen. Hast du dies getan? Gehst du wieder zum ACV zurück, wartest auf deine Begleitung und fährst weiter bis zum Stadion. Dort musst du das PNG aktivieren und einen Durchhalteauftrag machen. Hast du dies getan, wird nach dem Abschluss des Auftrags der Boss auftauchen. Dieser heißt Kravir und ist ein modifizierter Mangler. Er ist etwas hartnäckig, aber dennoch locker zu machen und nicht mal annähernd so schwer wie einer der drei Würmer. Sobald er erledigt ist, kannst du deine Belohnung abholen. Diese beinhaltet garantiert die goldene Trommel und je nachdem wie viel Glück du hast, noch weiteren Loot. Die Trommel musst du definitiv mitnehmen und dann exfiltrieren. Nun hast du die epischen Artefakte und die goldene Trommel. Damit gehst du nun in die neue Zombie-Runde rein. Begebe dich nun zum Schießstand, welches sich südlich des Shahin Manors auf H8 befindet. Dort legst du das perforierte Ziel ab und es tauchen Zielscheiben auf. Diese musst du alle abschießen und sobald das letzte angeschossen wurde, wird ein Zombie spawnen. Erschieße diesen und er wird dir das goldene perforierte Ziel droppen. Nimm es mit. Begebe dich nun zur Boxhalle auf E8. Dort ist ein Boxring. Lege im Boxring die epischen Kampfhandschuhe ab, gehe zu den drei Boxsäcken und schlage jeden Sack mit deinen Fäusten. Hast du das getan, taucht im Ring ein Zombie, auf den du mit den Fäusten besiegen musst. Hast du ihn besiegt, lässt er die goldenen Kampfhandschuhe fallen, die du ebenfalls einsteckst. Begebe dich nun zum Friedhof auf H3. Dort ist ein Altar, auf dem du den epischen makellosen Spiegel platzieren musst. Sobald du das getan hast, taucht ein Zombie auf. Achte darauf, ob er brennt, blitzt oder was auch immer. In meinem Fall brennt er, also laufe hier hoch und nehme dort die Napalmsalve-Modifikation oder was auch immer bei dir der Fall sein wird und töte ihn damit. Sobald du das getan hast, wird er den goldenen makellosen Spiegel fallen lassen. Nehme diesen auf und begib dich auf den Berg in der roten Zone. Dort stehen vier Altare, auf die du je das richtige Artefakt platzieren musst. Hast du das getan, wird der neue Dunkeläteris auftauchen. Und natürlich kommt da wieder etwas raus. Bei
mir ist's ein Mimiker gewesen, hartnäckig aber dennoch zu machen. Als Belohnung gibt es wieder ein Dreiecksiegel. Damit gelangst du dann in die neue vierte Zone, in der du wieder drei Aufträge erfüllen musst, um an Verbrauchsgegenstände und das Ältestensiegel zu gelangen. Ich habe bereits einige Ältestensiegel gehabt, also bin ich direkt in die neue fünfte Zone. Folge mir, um mehr über die neue fünfte Zone zu erfahren und wie man dort die neuen Baupläne erspielen kann. Ein Video dazu kommt morgen. Ebenso gibt es viele Tipps und Tricks rund ums Call of Duty, wie auch lustigen Content dazu. Danke fürs Zuschauen.